A Star Was Born. Das finde ich ziemlich passend und treffend bei diesem wunderschönen Adventskalender. Ja, und das ist der Adventskalender von MAC. Wir von meinadventskalender.de werden den heute zusammen mit euch und für euch unboxen. Und ja, jetzt seht ihr ihn einfach mal unboxed sozusagen. Und auch da muss ich sagen, sieht er echt richtig klasse aus. Also ein sehr stylischer Adventskalender. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Also ich bin aufgeregt. Ich hoffe, der Inhalt ist genauso schön wie die äußere Schale sozusagen. Ich habe die 1 schon entdeckt, ihr vielleicht auch. Ich würde auch sagen, wir starten direkt mal mit der 1. Numero uno. Für uns Mädels ist es ja tatsächlich was ganz Besonderes, ne? Kosmetik und so. Dafür sind wir immer zu haben. Wow, und das ist ein ziemlich cooler Eyeshadow. Auch in diesem, mit in dieser Optik, in dieser ja, Metallic-Optik. Ich probiere das am besten mal für euch aus. Und das sieht ziemlich gut aus. Also ich würde sagen, damit kann man dann einen passenden Christmas-Look schminken. Also man hat ja dann auch immer die Weihnachtsfeiern und so, die stehen ja dann auch immer vor der Tür. Und ich glaube, den Eyeshadow, den kann man dann in der Vorweihnachtszeit immer wieder gut gebrauchen. Die 1 stelle ich jetzt mal einfach hier hin. Und in Päckchen Nummer 2 befindet sich eine Strobe Cream Hydratant Lumineux. Das ist eine Highlight Cream. Also spendet Feuchtigkeit und gibt gleichzeitig so einen Glow-Effekt. Mmh, und riecht fantastisch, meine Lieben. Okay, Number 2 kommt auch auf den Tisch. Wo ist sie denn, die Nummer 3? Da ist sie. Number 3, eine große Schale oder große Schachtel. Und ein Lip Gloss. Bei MAC heißen sie ja Lip Gloss, nicht Lip Gloss. Und der ist schön pink. Soll ich den jetzt mal auftragen? Ich finde, der hat eine sehr schöne Konsistenz. Das ist man ja auch bei MAC gewöhnt, ja. Der ist einfach fest so von der Konsistenz. Da merkt man schon die gute Qualität von MAC, auf jeden Fall. Alright. Und in Päckchen Nummer 4, ich gucke immer, wo man die am besten auspackt. Ich finde übrigens, dass das sehr liebevoll und schön gemacht ist. Also es sind sowieso kleine Schmuckkästchen schon. Hier ist ein Pigment Glitter von MAC drin. So, und ich tue jetzt einfach mal ein bisschen auf die Hand. Wow, und das ist tatsächlich sehr, sehr stark pigmentiert. Da haben wir sie. Päckchen Nummer 5. Und hier drinnen ist Extreme Dimension 3D Black Lash. Also eine Wimperntusche. Aber guck mal, im Miniaturdesign finde ich ganz gut. Also gerade so in der Klatsch oder so, ne? In einer kleinen Tasche. In eine kleine Handtasche passt ja oftmals keine große Wimperntusche. Deswegen finde ich das ehrlich gesagt richtig cool. Wow, ein Riesenbürstchen. Ja, und ich finde tatsächlich, es macht ultra lange Wimpern. Geil. Deswegen heißt der auch Extreme Dimension 3D Black Lash. Und in der Nummer 6 am Nikolaus Prep and Prime. Alright. Und zwar, das trägt man quasi hier als Lidschattenprimer auf und dann erst den Lidschatten. Und das soll dann wirklich ultra lange halten. Also das überlebt dann jede Weihnachtsparty. Hier ist nochmal ein Lippenstift drinnen. Aber das macht jetzt auch nicht so viel Sinn, wenn ich den noch auftrage, ne? Tatsächlich habe ich ja schon einen Lippenstift oder Lipgloss aufgetragen. Und in der 8 befindet sich, was ist das? Prep and Prime Fix. Ah, cool. Also wenn man dann einmal fertig geschminkt ist, dann kann man mit Prep and Prime Fixierspray das Make-up fixieren. Das bringt ganz schön viel, vor allem wenn man irgendwie, wie ich jetzt manchmal auf der Bühne steht oder wenn man im Club ist und sich ein bisschen bewegt und man dann auch schwitzt. Da macht das wirklich sehr viel Sinn, so ein Prep and Prime zu verwenden. Ah, very praktisch, da ist auch schon Number 9, direkt neben der 8. Hier ist auch in der ganz, also in der großen Größe, also nicht in der Mini-Größe, ein Bro-Set drin sozusagen. Also das fixiert die Augenbraue. Das probiere ich jetzt auch mal. Na, wenn man die nachmalt, die Augenbrauen, dann sehen die manchmal so ein bisschen
sehr akkurat aus und das fixiert das Ganze einmal, aber sorgt auch nochmal für einen natürlichen Look. Finde ich richtig cool persönlich. Also das gefällt mir sehr gut. So, und in Türchen Nummer 10 ist ein weiterer Lip Bless, wie man bei MAC sagt. Sieht auch sehr schön aus. Ist so ein bisschen, geht so ein bisschen ins Peachige. Kann aber gerade zur Weihnachtssaison sehr schön ausschauen. Man kann auch so einen, sag ich mal, nude-braunfarbenen Lip Liner dazu verwenden. Und das in Kombination kann ich mir richtig gut vorstellen. In der 11 befinden sich Multiformula Foundation Sponge. Also braucht jede Frau, ja. Ja, hilft beim Make-up auftragen. Okay, hier ist sie, die Nummer 12. War ganz nah an mir dran, deswegen habe ich sie fast übersehen. Oh, cool. Und hier ist auch nochmal ein Eyeshadow in so einem Chocolate, in so einem Bronze-Ton. Ist dann eben eine Nuance dunkler. Ist dann ideal hier für die Außenpartie. Ja, finde ich auch sehr cool. In der 13 ist ein Skin Base Visage. Auch nochmal Prep and Prime. Also das ist dann der Primer fürs Gesicht. Habe ich persönlich schon sehr oft verwendet und den finde ich richtig, richtig gut. Also ich persönlich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wir haben hier, mega cool, Lashes drin. Also hier habt ihr dann nochmal den extra Schwung für die besonderen Abende und besonderen Nächte. Dann kommt die 15 und in der 15 Fast Response Eye Cream. Mhm. Hier also mal eine Eye Cream von MAC. Es geht weiter mit Sweet 16. Und hier befindet sich nochmal ein glitzernder Eyeshadow. Zeige ich jetzt einmal hier auf. Wow, und der sieht fast schon aus eigentlich wie die Glitzersterne hier vom Kalender. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. In 17 ist Cleans Off Oil. Das dient einfach perfekt zum Make-up entfernen, ja. Und ich benutze das halt vor allem immer für die Wimperntusche, weil ich finde, die Wimperntusche ist am hartnäckigsten und da kann man dieses Öl einfach drauf machen auf ein Wattepad und zack, die Wimperntusche ist weg, ja. Das finde ich super praktisch. Ja, cool, dass das hier drin ist. Zum 18. kriegen wir nochmal Lipgloss, also Lipgloss. Ich benutze auch ganz gerne Lipgloss in den kalten Jahreszeiten, weil die Lippen ja dann oft auch mal sehr trocken und sehr spröde sind. Und gerade da eignet sich ein Lipgloss. Also cool, dass der hier drin ist. In der 19 befindet sich Prep and Prime Natural Radiance Base Lumière. Also, das ist nochmal ein anderer Primer und zwar hat der nochmal ein bisschen so mehr Highlighter drin und ja, sorgt dafür, dass ihr direkt beim Primer schon den richtigen Glow-Effekt habt. So, in der Number 20 befindet sich nochmal ein schöner Lippenstift in der süßen kleinen Form hier. Also nochmal perfekt für to go. Und ja, Rot ist, finde ich, auch eine totale Weihnachtsfarbe. Also so am 24. kann man echt die roten Lippen auspacken. Und hier habt ihr dann das passende Utensil dafür. Wir wären dann schon bei der 21. Wahnsinn, wie schnell die Zeit immer vergeht, ne? Und das ist ein Black Track Pro Longwear Fluid Eyeliner. Und in der 22 befindet sich Extended Play Giga Black Lash. Also nochmal eine ganze Ration Mascara. Ich finde, Mascara kann man tatsächlich nie genug haben. Ich glaube, jede Frau geht nie ohne Mascara aus dem Haus, oder? Und an dem Tag vor Weihnachten schenkt uns MAC, tada, oh cool, ein Lip Liner, Lip Pencil in Boldy Bear. Und ich glaube, er passt, das ist passend. Ja, das ist ein passendes Set. Also die zwei kann man auf jeden Fall kombinieren. Das finde ich auch sehr cool. Ja, und jetzt, krass, jetzt kommt auch schon der 24. Wow, und hier ist auch nochmal ein großer Lippenstift drin. Und auch nochmal eine schöne, sehr klassische Farbe. Finde ich auch cool, weil ganz ehrlich, das ist so eine Farbe, die kann eigentlich jede Frau tragen. Ja, da hat sich MAC wahrscheinlich gedacht, so einen natürlichen Lippenton,
der muss in den Adventskalender rein. Und ich finde, das hat MAC richtig entschieden. Das waren sie schon, die 24 Highlights des MAC Beauty Adventskalenders 2019. Ja, alle MAC Cosmetic Fans werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Und ich bin mir sicher, auch diejenigen, die MAC noch nicht kennen, haben hier eine tolle Möglichkeit, sich durch die Produktwelt von MAC durchzutesten. Wir von meinadventskalender.de wünschen euch jetzt schon mal eine besinnliche und natürlich auch wunderschöne Vorweihnachtszeit.